Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ende der letzten Folge ist der erste Verräter gestorben. Okay, man hat ihn hier auch schon abgeholt. So, von unserem Meister haben wir dann auch eine Liste erhalten mit 9 Namen. Diese Person müssen wir ausfindig machen und nacheinander eliminieren. Und wir haben unsere Waffen zurückbekommen. Ich schau mal nach. Okay, hier dürfen wir die Waffen ja nicht benutzen. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch nichts auswählen. Und zwar haben wir unsere versteckte Klinge zurückbekommen und unser Schwert. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Genau, hier können wir üben. Abwehren. Drücken und halten Sie RT, um Angriffe abzuwehren. Kampfmodus mit LT aktivieren. Okay, zack, abgewehrt. Sehr gut. Und wieder abgewehrt. Jaha. So, drücken Sie X, um anzugreifen. Drücken Sie X erneut, wenn Ihr Schwert den Gegner berührt. Okay, in dem Moment, wo es berührt, mache ich das auch. Ah, richtig. Okay, man muss doch ein bisschen früher X nochmal drücken. Das Werk eines Meisters. Genau. Okay, nochmal so ein bisschen das Timing üben, weil ganz klappt das noch nicht. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Genau. Okay, Kampf haben wir trainiert. Combo-Kill haben wir auch, wissen wir. Also verlassen wir das Tutorial. Wirklich beenden. Ihr seid natürlich beschäftigt. Ich verstehe. Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. So, dann geht's hier raus. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ja, ja. So, dann wollen wir mal. Nicht darunter. Das heißt hier wie rücksichtslos. Ich habe niemanden angerempelt. Wenn ich will, könnte ich auch anders. So, runter geht's. Okay, wir verlassen also das Dorf. Auf Pferd aufsetzen. Drücken Sie neben einem Pferd auf A oder B, um es zu besteigen. Das Pferd folgt Ihnen außerhalb der Städte überall hin. Okay, wir nehmen natürlich das schmucke schwarze Pferd hier, würde ich mal sagen. Bewegen Sie LS, um das Pferd zu steuern. Soldaten ignorieren Sie, wenn Sie beim Vorbeireiten auf A drücken, um im Schritt zu reiten. Okay. Ja! Reiten wir mal los, wo auch immer wir hin sollen. Lauf mir nicht vors Pferd. Auf Seite, ich komme. Pferdesprung drücken und halten Sie RT und A bewegen. Ja, okay, Küttchen. Hepp. Hepp. Ja.
Okay, wir können auch schneller reiten. So, greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt landen. Aussichtspunkt. Gebäude, über denen ein Adler kreist, sind Aussichtspunkte. Erklimmen Sie sie, um das Umland zu überblicken. Okay. Das habe ich in den Teilen, die ich schon gespielt habe, in Teil 3 und in Teil 4, Black Flag, total geliebt. Vom Pferd absitzen. Und runter. So. Dann wollen wir mal hoch. Und unseren ersten Aussichtspunkt erklimmen. Wobei ich befürchte, dass hier die Aussicht noch nicht so geil sein wird wie in den Nachfolgeteilen. Aber ist ja ganz klar, das Spiel hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. So, da ist der Adler davon geflogen. Und hier auf diesen Holzbalken war da noch immer der Punkt, wo wir synchronisieren können. Und das machen wir jetzt mal. Genau, den ersten von 12 Aussichtspunkten im Königreich erklommen. Okay, immerhin. So, die Umgebung erkundet, Missionsziele und Verstecke in diesem Gebiet werden nun auf Karte und GPS angezeigt. Fortsetzen, der Todessprung, genau. Auch ganz typisch für Assassin's Creed, von Aussichtspunkten machen wir den Todessprung in Heuhaufen oder in so einen Heuwagen, der da unten steht. So, benutzen Sie die Karte, um Missionsziele und Nebenaufgaben zu finden. Sie können auf der Karte auch einige GPS-Marker setzen. So, drücken Sie Back, um die Karte anzuzeigen. Aber erstmal springen wir in den Heuwagen. Cool, ich liebe das. Und wir gucken mal auf die Karte. Da kommt auch schon unser Pferd. So, was können wir denn hier alles machen? So, wir können reinzoomen. Okay, da sind wir also. Wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Wir sollen nach Damaskus. Hier sollen wir hin. Also würde ich es vermuten, wenn das hier der Weg ist. Suchen wir uns einfach hier den nächsten Aussichtspunkt, um dann die Karte weiter freizuschalten. Marker setzen, haben wir getan. Okay. So, was können wir hier noch machen? Optionale Ziele, Missionsziele anzeigen. Wir nehmen alle Elemente, würde ich sagen. So, was sagt die Legende uns an? Okay. Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, würde ich sagen. Weil die ist ja noch ganz übersichtlich hier, die Karte. Also gehen wir weiter. So, und setzen wieder auf. So, wir reiten also weiter. Das war auf jeden Fall links rum. Okay.
Ich glaube, um unauffällig zu reiten, war es jetzt schon zu spät. Also reiten wir davon. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Rechts rum oder links rum? Ah, da hinten sehen wir schon den Turm. Ich denke mal, das ist genau der Turm, den wir uns markiert haben. Checkpoint erreicht. Okay. Sitzen wir mal ab. Werden wir denn immer noch verfolgt? Nein. Greifen die uns an, wenn die uns sehen? Mögen die uns nicht? Wieso blinkt das denn immer noch gelb? Egal. Aber ich habe da so eine Fahne entdeckt. Die holen wir uns einfach mal. So, eine von 100. Okay. Das wird also nicht Ziel in dem Spiel sein für mich, alle Fahnen zu sammeln. Wir holen uns erstmal wieder den nächsten Aussichtspunkt. Ich habe ihn. Er ist hier. Bleib stehen. Wir können. Die sind uns tatsächlich gefolgt, oder was? Au! Ich hätte sie in Ruhe gelassen, aber die haben mich verfolgt. Also, ich wollte nur in Ruhe hier meinen Aussichtspunkt holen. Also Leute, selber schuld. Und hepp, und hepp. Und schon sind wir wieder oben. Und wir synchronisieren. Spätestens, denke ich, wären wir jetzt in den Heuhaufen gesprungen. Dann wären wir wieder anonym gewesen. Aber so geht's natürlich auch. Aussichtspunkt erreicht. Genau, den zweiten haben wir. Wir springen wieder runter. Yay. Zack. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte, wo wir denn jetzt sind. Okay, wir müssen also vermutlich hier runter. Halten uns immer links, setzen uns aber hier den nächsten Marker für den nächsten Aussichtspunkt, um die Karte dann mal nach und nach freizuschalten. So, wo ist denn unser Pferdchen? No. Sollte unser Pferd uns nicht überall begleiten? Da oben steht auch ein Pferd. Das ist aber nicht unser Pferd. Unsere stand, glaube ich, hier die Ecke rum. Da hinten bei diesem Gebäude. Also tippeln wir da einfach mal hin, würde ich sagen. Da steht's doch. Okay, man sieht uns immer noch. Mann. Wir haben doch gar nichts getan. Na, wo reitest du hin? So. Okay, lasst uns mal fein in Ruhe. Wir reiten jetzt einfach gemütlich nach Damaskus und nehmen auf dem Weg einfach den nächsten Aussichtspunkt mit. Und ich würde sagen, wie wir weiter reiten, uns auf dem Weg... Oh, es blinkt immer noch rot, ich verstehe es nicht. Das schauen wir uns einfach im nächsten Teil an. Bis dann, ciao!